Mal hallo für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Florian Papproth. Ich glaube, die meisten haben mich jetzt irgendwie schon mal im FabLab irgendwie rumlaufen sehen oder hatten mich dann selbst halt in einem ihrer Kurse. Wir haben jetzt ungefähr einen Monat schon eingebettete Systeme. Sie haben vielleicht schon einen Eindruck von dem Labor bekommen und haben halt die ersten Eindrücke, was wir in den Projekten halt so bauen werden. Für alle die mich jetzt bisher noch nicht so mitbekommen haben, was ich halt meinen Gruppen halt immer sage, dass wir halt mittlerweile schon in der Zeit relativ weit fortgeschritten sind und eingebettete Systeme von Natur her halt ein Fach ist, wo halt eine Menge gebastelt wird. Wir müssen was bestellen, Prototypen bauen. Und das kostet halt alles eine Menge Zeit. Dieses Semester ist leider nur bis Ende Januar, Anfang Februar. Und bis dahin müssen wir unsere Projekte halt fertig umgesetzt sein. Ich hatte Michael jetzt vorgeschlagen, weil ich den Eindruck hatte, dass viele von euch noch so ein bisschen halt im Dunkeln tappen. Ich von einigen gesagt bekommen habe, dass sie in dem Thema eingebettete Systeme halt ganz neu sind. Mache ich jetzt regelmäßig diese Vorlesungen und behandle Themen aus dem Bereich eingebettete Systeme / FabLab. So, und da geht es jetzt in den ersten Stunden so ein bisschen halt um das Thema Arduino. Das könnte halt für einige von euch eventuell langweilig sein, wenn das Ganze, also wenn ihr mit dem Arduino schon mal Kontakt hattet. Ne? Ich werde dann bestimmt für euch eine Menge Sachen halt wiederholen. Das heißt, wir haben hier keine Anwesenheitspflicht. Das müsst ihr selber so ein bisschen vielleicht halt raushören, ob das was für euch ist oder nicht. Da wir aber Leute dabei haben, die mit dem Thema Arduino oder Mikrocontroller an sich noch gar keine Berührung halt haben, fange ich halt relativ am Anfang halt an. Und ich werde jetzt halt heute und morgen so ein bisschen was halt über den Arduino und die Entwicklungsumgebung halt erzählen, wie das im Allgemeinen so aufgebaut ist, was da so zugehört. Werde dann halt in den kommenden Wochen ein bisschen was zu CAD bestimmt erzählen. Da werden wir halt lernen, wie wir 3D-Modelle erstellen können. 3D-Modelle sind relativ wichtig für alles Mögliche, was wir bei uns halt im FabLab halt machen. Wenn ihr irgendetwas 3D drucken möchtet oder am Lasercutter arbeitet und so weiter, macht es halt immer Sinn, irgendwie etwas Digitales auf dem Computer zu haben, was das Objekt repräsentiert, was ich da bauen möchte. Wie meine ich das zum Beispiel? Kann ich das hier vielleicht irgendwo sehen? Genau. Beispielsweise hier habe ich so eine Plattform, irgendwie so, das könnte eventuell die Bewässerungsgruppe oder die Bodenverlegerobotergruppe vielleicht schon kennen. Das ist halt so ein kleiner Panzer, der hat zwei Motoren und damit kann man halt Arduino-Projekte halt machen. Jetzt ist es halt so, ich habe hier so ein Chassis, ich habe halt hier einen Mikrocontroller drauf, den ich programmieren kann, um das Ganze fahren zu lassen. In den meisten von euren Projekten geht es aber ja darum, halt noch irgendetwas on top zu machen. Sei es ein Gehäuse, eine Mechanik. Bei der Bewässerungsgruppe ist es zum Beispiel halt ein Gestell, was ich halt benötige, um mein Wasser halt an die passende Stelle zu befördern. Und da kommt dann halt 3D-Modellierung ins Spiel. Und beispielsweise habe ich das jetzt hier bei diesem Panzer gemacht. Ich habe halt eine fertige Form und ihr seht, dass eventuell hier unten drunter ist so eine Plattform. Die kann ich hier rausnehmen. Da habe ich zu dann die etwas, was vorhanden ist, einfach genommen. Ich habe halt hier die Schrauben, die rausgucken, habe das gemessen, die Abstände, den gesamten Abstand zwischen den Ketten und habe dann daraus halt etwas modelliert. Das ist dann halt einfach dieses Plättchen, was man im Grunde jetzt dazwischen klippen kann. Und bei diesem fahrenden Chassis beispielsweise habe ich da dann halt immer eine Batterie drauf liegen. Das ist jetzt so eine von mehreren Sachen. Ich habe bei mir am Haus beispielsweise habe ich mir eine Dachrinne nachgebaut, so ein fehlendes Teil, so ein Stück Dachrinne kostet im Baumarkt so ein Winkel ja eine Menge Geld. Wenn man da einmal mit dem Messschieber dran geht und ein bisschen was halt nachmisst, dann kann man sich sowas schnell nachmodellieren und dann in Kombination mit dem 3D-Drucker sich dann ein Objekt erzeugen, was dann halt den gewünschten Zweck erfüllt.
So, das wäre dann halt so in den nächsten Wochen. Dann haben wir halt noch so Themengebiete wie MQTT. Ne? Vielleicht kommen wir da morgen schon so ein bisschen zu. Open Hub ist vielleicht für einige Gruppen interessant, um das Ganze halt auf Home Automation-Ebene zu vernetzen und so weiter. Wir halten das hier so ein bisschen variabel und da bin ich auch so ein bisschen auf euer Feedback angewiesen oder ich würde mich da über euer Feedback freuen. Wenn ihr dann ein Thema halt habt, was halt vielleicht einen Großteil eurer Gruppe halt sehr interessiert, ne, wozu ich was erzählen kann oder ich suche mir jemanden, der das halt kann, dann würden wir das hier einfach halt einstreuen lassen. Ne? Also diese Vorlesung, die soll halt dazu dienen, im Grunde euch etwas zu unterstützen. Auf gar keinen Fall soll diese Vorlesung euch einbremsen. Also wenn ihr irgendwelche Ideen halt habt, was ihr umsetzen möchtet, dann lasst euch bitte halt nicht ja, dazu verleiten, einfach so lange zu warten, bis dann die passende Vorlesung halt kommt, die euch das Ganze dann vielleicht vorkaut, sondern fragt vielleicht schon mal halt, wenn ihr vor Ort seid, im Praktikum einen der Mitarbeiter oder durch eigene Studie von irgendwelchen Tutorials etc. und versucht euch die Sachen so ein bisschen anzueignen. Also diese Vorlesung hier, die soll wirklich so ein bisschen dem Support dienen, soll aber nicht euch dazu verleiten, im Grunde euch irgendwie selber einzubremsen. Ne, das ist halt nur ein Angebot von mir on top. Gut, diese Vorlesung, die findet halt jetzt regelmäßig donnerstags und freitags von 16 bis 18 Uhr statt. Ich zeichne das Ganze halt auch mit dem Screencast auf. Ne? Das heißt, wenn ihr hier was sagt, ist das hoffentlich für euch okay im Grunde, dass das Ganze halt aufgezeichnet wird und im Rahmen dieser eingebetteten Systemeveranstaltung halt auf YouTube veröffentlicht wird, damit das die Studierenden, die halt zu diesen Zeiten halt nicht können, die aber vielleicht das Thema interessiert, das Ganze halt nochmal in der Nachlese sich anschauen können. Gut, dann fangen wir mit dem eigentlichen Thema an. Es geht um den Arduino. Einige von euch oder viele werden das zumindest halt schon mal gesehen haben, gehört haben. Was ist der Arduino? Die meisten haben dort erstmal im Kopf diese kleine Platine hier, ne? Und das ist auch sozusagen das Herzstück des Arduinos. Da kommen wir jetzt zum ersten Punkt. Da steht ja gar nicht Arduino drauf, sondern Funduino. So, was hat das damit auf sich? Der Arduino ist halt ein Projekt, was erstellt wurde, um Leuten mit weniger technischem Hintergrund einen Einstieg in die Mikrocontroller-Entwicklung zu ermöglichen. Ne? Also noch nicht mal Studierenden, eigentlich viel einfacheren Leuten, wie ihr da seid, war die initiale Idee dazu, diesen zu ermöglichen, Projekte umzusetzen, die ja, was mit Mikrocontroller-Steuerung zu tun haben. Dazu ist dann diese Open Source Variante von diesem Board entstanden. Und ich gebe euch jetzt mal ein Bild frei. So, Sekunde freigeben. Und jetzt mein Bildschirm 2. So, ich hoffe, ihr seht jetzt die Arduino-Webseite. Bitte sprecht einfach rein, wenn ihr zwischendurch Fragen, Anmerkungen habt, etc. Dann sind die Kommentare von euch jederzeit gewünscht und willkommen. Also habt da bitte keine Scheu, einfach halt reinzureden. Das ist die Arduino CC-Seite. Das ist die Webseite von diesem kompletten Projekt. Da kann man sich generell schon mal so ein bisschen informieren, was der Arduino ist. Aber spannend wird es dann halt hier unter der Hardware und wie gesagt, was ich euch gerade in die Kamera gehalten habe, ist die Kopie eines Arduino Unos. Dieser Arduino Uno, der ist halt so ja, für 20 Euro einfach erwerblich. Zu diesem Arduino gibt es aber sämtliche Dokumentation, wie ihr seht, einfach als Download. Also ich kann mir hier im Grunde die komplette Schematik, ne, also wie die Platine im Grunde aufgebaut ist, wie das verschaltet ist, kann ich mir halt einfach runterladen. Kann mir das dann, also das ist die PDF-Variante dazu, wie so eine elektrotechnische Schemazeichnung aussieht.
Ich kann mir aber auch die Eagle-Dateien dazu runterladen. Und Eagle ist halt ein Programm, mit dem ich elektrische Schaltungen bauen und herstellen kann. Ne? Auch bei uns, wenn man diese Eagle-Zeichnungen halt nimmt, haben wir bei uns im Labor eine Elektronikfräse. Und mit der Fräse ist es halt möglich, auf Kupferleiterplatten Pfade reinzufräsen, um dort halt eine Elektronik zu erzeugen. So, und Arduino stellt alle diese Schaltpläne bereit, um die eigene Plattform zu ja, selber herstellen zu können. Und ich schaue mal gerade, ob ich hier auf die Schnelle etwas finde. So, gib mir eine Sekunde Zeit. Also dadurch, dass ich gerade erst reingekommen bin, konnte ich das noch nicht so super vorbereiten. Freigabe beenden. Ich hoffe, ihr seht mein Bild wieder. Also ich habe hier halt vor mir auf dem Tisch ein paar Platinen liegen, die wir bei uns im FabLab halt hergestellt haben. Eventuell habt ihr das auch schon gesehen, als hier oben war an der Elektronikecke im FabLab vorbeigeführt wurdet, an der Fräse. Und das sind jetzt halt einfach Platten. Das sind einfach so kleine Plättchen, irgendwie ca. 2 mm dick. Die haben halt eine Kupferbeschichtung drauf und hier ist es halt möglich, dieses Kupfer mit kleinen Fräsern so zu entfernen, dass ich kleine Leiterbahnen isoliere und auf diesen Leiterbahnen wiederum kann ich Bauteile platzieren, die dann insgesamt halt eine Schaltung ergeben. Und sowas ist im Grunde halt möglich, bei uns im Labor zu machen. Das heißt, wir könnten halt mit diesen Schemata von Arduino einen Arduino selber herstellen. Ne? Das machen halt ganz viele Hersteller, ne? Auch viele asiatische. Da gibt es halt ganz viele Rip-Offs von dem Arduino. Ne, weil auch alle Bauteile, die auf diesem Mikrocontroller-Board drauf sind, die sind alle frei verfügbar. In der momentanen Chip-Knappheit weiß ich nicht, wie da jetzt gerade so die Verfügbarkeit ist, aber in der Regel kann man die einfach bei Conrad sich bestellen und kann diese ganzen Bauteile, die wir hier auf dem Board haben, einfach halt nachkaufen und man könnte sich so ein Arduino selber bauen. Und wenn man jetzt halt ein bisschen was für dieses Projekt halt machen möchte, dann kauft man halt den originalen Arduino von der Arduino CC-Seite. Und wenn man aber wie wir im Grunde so ein bisschen auf Masse gehen muss, weil wir halt sehr viele Studierende auch damit ausstatten, weil bei uns halt auch mal der eine oder andere Arduino halt kaputt geht, dann nimmt man halt so einen Alternativanbieter. Da ist Funduino halt ein ganz bekannter. Und die stellen halt eine 1:1 Kopie von diesem Arduino halt her. So, jetzt haben wir gehört, was der Arduino so im Grunde ist, aber und dass man den leicht kopieren kann und warum es die auch von Funduino gibt. Aber wie ist der denn genau aufgebaut und was mache ich denn überhaupt mit einem Mikrocontroller? Ne, also ihr habt ja das Modul eingebettete Systeme und das heißt ja, eingebettetes System ist ja eine Tja, im weitesten Sinne eine Logik, die in etwas halt enthalten ist. Und da sind Mikrocontroller im Grunde das, was man mit diesem Begriff eigentlich meint. Also wir haben halt irgendwie ein Konstrukt und das Ganze wird halt von einer Logik, von einem Mikrocontroller gesteuert. Das ist ein eingebettetes System. Und deswegen ist dieses Modul halt auch so weitreichend, weil das halt so ziemlich alles und nichts sein kann. Also jedes Türschloss elektrische ist im Grunde schon ein eingebettetes System, aber auch eine elektronische Kaffeemaschine, alles sehr vieles, was ihr euch vorstellen könnt. Euer PlayStation-Controller meinetwegen ist wahrscheinlich auch ein etwas besseres eingebettetes System. Das ist halt ein ganz weiter Begriff für diese ganze Elektronik, die wir machen. Wenn wir das abgrenzen, dann würde ich sagen, der nächste Step zu einem eingebetteten System, einem Mikrocontroller, wäre dann halt der Mikrocomputer. Das kennt ihr bestimmt halt auch unter einem Raspberry Pi beispielsweise. Das ist jetzt halt ein ganz bekannter Vertreter für einen Mikrocomputer. Was unterscheidet ein Mikrocomputer von einem Mikrocontroller?
Der Mikrocontroller, der ist halt eigentlich nur dieser eine Chip, der hier drauf ist. Der braucht eine Stromversorgung und der ist halt in der Lage, halt einen ganz kleinen Aufgabenbereich zu bearbeiten und diesen halt ständig zu wiederholen. Ne? Punkt. So, das ist im Grunde halt in a nutshell ein Mikrocontroller, während hingegen ein Mikrocomputer so viel mehr ist. Ne? Also in einem Mikrocomputer, da haben wir halt einen Speicher, wir haben meist Audio- und Videoausgaben, wir haben eine Netzwerkanbindung, wir haben eine sehr hohe Rechenleistung, wir haben Multithreading, und all das sind Dinge, die einen Mikrocomputer ausmachen. Also mit einem Mikrocomputer, und da haben wir ja mit dem Raspberry Pi und dem Arduino relativ vergleichbare Plattformen. Beide haben Pinne, mit denen man halt Elektronik anschließen kann. Also ich kann sowohl mit einem Arduino als auch einem Raspberry Pi kann ich Buttons abgreifen, kann ich Sensoren auslesen, kann kleine Displays halt über diese, beim Raspberry Pi heißen die GPIOs, General Purpose Input Output Pins, kann ich damit steuern. Der große Unterschied ist aber, dass ein Arduino halt in seiner Funktionalität halt sehr beschränkt ist, also ganz kleine Steuerungsaufgaben macht. Ne? Also so müsst ihr euch vorstellen, wie so eine bessere, wenn ihr eine Home Automation habt und ihr sagt, um 5 Uhr macht die Heizung an, um 7 Uhr das Licht und abends machst du alles wieder aus. Das ist so ein ganz kleiner Teilbereich. Sowas könnte man beispielsweise mit einem Mikrocontroller ganz gut ab. Bilden, ne? Auch direkte Reaktion, während hingegen bei einem Mikrocomputer, da geht es öfters darum, halt Daten zu sammeln, ne? Also von Sensorik Daten einzulesen, die dann in eine Datenbank zu speichern. Eine Datenbank wiederum braucht halt Speicherplatz. Das Ganze könnte eventuell übers Netzwerk übertragen werden, etc. Oder wir haben halt irgendwelche Gerätschaften, die dann halt ein visuelles Feedback zur Folge haben. Also beispielsweise, ich hätte jetzt einen Monitor an meinem Raspberry Pi angeschlossen und ich drücke auf irgendwelche Knöpfe und möchte, dass das Ganze halt aber in irgendeinem User Interface auf einem Monitor dargestellt wird. Dann sind das so Aufgaben, wo ich typischerweise einen Mikrocom Computer für brauche. Auch in der Programmierung unterscheiden die sich maßgeblich, während hingegen ich bei einem Mikrocomputer halt auf alle gängigen Programmier ja, oder Softwareumgebungen zurückgreifen kann. Ne? Also so ein Raspberry Pi kann ich halt mit der entsprechenden Software problemlos mit Python, C, Java programmieren. Sind wir bei einem Mikrocontroller halt meist auf eine einzige Programmiersprache angewiesen. Also das halt im Grunde, um das Ganze mal gegenüberzustellen, Mikrocomputer, Mikrocontroller. Jetzt haben wir aber in den meisten Projekten von euch erst einmal nur einen Mikrocontroller. Auch hier wiederum gibt es Unterschiede. Es gibt große Mikrocontroller und es gibt kleine Mikrocontroller. Der Arduino Uno beispielsweise, der basiert hier auf einem Atmega 323P Chip. Das ist halt wenn man sich das Datenblatt davon anguckt, ist das im Grunde halt auch fast wie ein kleiner Computer. Wir haben hier auch einen minimalen Speicher drin, ich glaube ein paar Kilobyte an Flash Memory. Wir haben Analog-Digital-Wandler, also wir haben Elektronik hier drin verbaut, die analoge in digitale Signale umwandeln können. Wir haben hier verschiedene Register. Wir haben auch ein Rechenwerk, ne, also was halt Rechnungen abarbeiten kann. Und wir haben halt verschiedene Pinne, die wir auf High oder auf Low schalten können. Ne. Das ist im Grunde das, was hier drin ist. Aber diese Anzahl der Pinne ist halt begrenzt. Wenn wir etwas brauchen, was etwas schneller ist, was unsere Operation vielleicht etwas schneller verarbeiten kann, was reaktionsschneller sein muss und was darüber hinaus auch noch mehr I/O zur Verfügung stellt,
dann würde man halt so den nächstgrößeren Step gehen. Das wäre dann halt ein Arduino Mega. So, das ist im Grunde ein Board, ne? Das ist der große Bruder von dem Arduino Uno. Da haben wir genau das Gleiche drauf, nur einmal in alles ein bisschen mehr und ein bisschen größer und ein bisschen schneller. Ne? Also wenn wir halt etwas größere Projekte halt umsetzen, dann könnte man halt einfach, da muss man sich immer überlegen, welcher Mikrochip hier drauf ist halt der passende für mich, ne? Oder für mein Projekt der richtige. So ein Arduino Mega beispielsweise, der ist in der Lage halt, einen ganzen 3D-Drucker zu steuern. Ne? Da gibt es so Add-on-Boards drauf, die kann man hier drauf verkabeln. Mein erster 3D-Drucker, das war ein selbstgebauter und der hatte ein Arduino Mega als Rechenbasis und da steckte dann halt ein Add-on-Board drauf, wo ich die ganzen Druckertreiber von dem 3D-Drucker angeschlossen hatte. Einen Arduino Uno wiederum, der hätte für sowas halt nicht genug Anschlüsse, um alle diese Motoren, Sensoren, in so einem 3D-Drucker sind ja Heizelemente, Endschalter, Schrittmotoren etc. Und dafür hat ein Arduino Uno nicht genug Anschlüsse, um so einen ganzen 3D-Drucker betreiben zu können. Ne? Also das muss man sich halt überlegen. Wenn halt mein Mikrocontroller zu klein ist, dann gibt es halt meist immer noch eine Stufe größer. Es gibt aber auch eine Stufe kleiner und das sieht man an den an diesen kleinen Boards, die ich vorhin in die Kamera gehalten habe. Im Grunde ist das hier ist der Mikrocontroller auf dem selbst erstellten Board und ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig genau. Also während auf dem Arduino Uno ein Art Mega-Chip drauf ist, ist hier ein ATtiny-Chip drauf. Der wird genauso programmiert wie der Arduino Uno auch, aber hat wiederum noch weniger Pinne zur Verfügung. Den kann man beispielsweise nutzen, wenn man lediglich vielleicht einen Button anschließen möchte und dann vielleicht dazu eine LED blinken lassen möchte in einem gewissen Takt etc. Also es gibt da nach oben und nach unten gibt es da halt keine Grenzen. So, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde im Grunde rum und immer noch nicht so richtig gesehen, was ich mit dem Arduino überhaupt machen kann. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, damit ich euch das ja über dieses Remote-System einigermaßen komfortabel darstellen kann, nutze ich das Autodesk Tinkercad. Tinkercad ist halt eine Umgebung, mit der ich einerseits 3D-Entwürfe erstellen kann. Das ist also von der Firma Autodesk. Und ich kann hier, wenn ich das möchte, 3D-Konstruktionen machen, ne, auf eine relativ einfache Art und Weise. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Baustein, womit Tinkercad angefangen hat. Uns interessiert jetzt hier das Tinkercad Schaltkreise und mit dem können wir ein Arduino simulieren. Ne? Und das ist halt hier über Kamera ganz praktisch, weil ich kann euch halt einmal zeigen, halt, wie der Arduino hier funktioniert, wie man die Kabel anschließt und wie man ihn programmiert und das Ganze wird für euch hoffentlich so einigermaßen gut dargestellt. Also in Tinkercad können wir hier eine neue Zeichnung erstellen. Das Ganze funktioniert wirklich eins zu eins wie in der Realität, nur dass wir in der Realität halt ein wirkliches Breadboard benutzen würden. Wir würden halt einen echten Arduino benutzen, wir würden halt hier die Kabel halt verbinden. Einige von euch haben von mir ja schon so einen Arduino-Baukasten bekommen, um das Ganze halt selber ja, erforschen und nachbauen zu können. Wenn ihr da Bedarf habt an so Arduino-Kästen, dann müsst ihr bei uns den Mitarbeitern Bescheid sagen. Die statten euch dann dementsprechend aus. Der Arduino ist hier aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Also wir haben halt hier den eigentlichen Chip, das ist halt das Gehirn, das Rechenwerk, das ist der eigentliche Mikrocontroller von dem Arduino. Und jetzt haben wir hier verschiedene Bänke. So, und dieser obere Teil hier, das sind die digitalen Pinne, ne, mit denen, also diese Pinne können wir jeweils auf 0 oder auf 5 Volt stellen. Das können wir halt einstellen. Und diese Pinne können sowohl als Ausgabemedium dienen, also ich kann damit eine LED steuern. Ich kann damit aber halt auch
eine Eingabe auslesen. Das heißt, wenn ich wie hier einen Button habe, ich erkläre das gleich kurz, und ich lege an diesem Button 5 Volt an und das andere Ende vom Button geht in einen dieser Pins halt hier rein, dann kann ich mit dem Arduino auslesen, ist jetzt an dem Pin, in diesem Fall 8 beispielsweise, liegt da 0 oder liegt da 5 Volt an. So, das kann ich damit auslesen und insofern kann ich mit diesem digitalen Pin sowohl Eingaben als auch Ausgaben erzeugen. Das muss ich aber vorher konfigurieren. Davon haben wir bei dem Arduino Uno 13 Stück an der Zahl. Dazu haben wir halt hier noch solche Extra-Pins wie Ground. Das haben wir an beiden Seiten, weil wir das halt für alles Mögliche brauchen, damit das komfortabel halt auf allen Seiten verfügbar ist. Ist das hier nochmal wieder zu finden. Wenn man sich das hier mal so genau anguckt, dann sieht man, dass wir zum einen normale Zahlen hier haben und vor einigen Zahlen sind aber nochmal so Zusatzsymbole. Ne? Also entweder halt hier diese Tilde, diese geschwungene Welle, oder hier steht TX und RX. Das sind alles Ports, die Sonderfunktionen haben. Ne? Also die können nicht nur eingeben, also einlesen und ausgeben. Die können auch noch ein bisschen mehr. Dazu kommen wir aber später. Auf der unteren Seite haben wir halt nochmal die analoge Leiste. Da haben wir 6 analoge Pins. Mit diesen analogen Pins können wir analoge in digitale Signale umwandeln. Das kennt ihr eventuell, wenn ihr vielleicht Elektrotechnik schon mal mit einem Multimeter gearbeitet habt. Also so ein Gerät, mit dem man halt den Strom messen kann. Ist das nichts anderes als halt ein Gerät, was analoge digitale Signale umwandelt. Nur kann der Arduino, weil er halt ein bisschen ja, beschränkt ist, aber für seinen Zweck völlig ausreichend, kann Signale zwischen 0 und 5 Volt auswerten. Also ich kann an jeden dieser 6 Pinne 0 und 6 Volt legen, 0 und 5 Volt legen, Entschuldigung, und kann das Ganze halt in eine digitale Zahl umwandeln. Also weil wir bei dem Arduino einen 10-Bit-Analog-Digital-Wandler haben, kann ich aus einem Signal entweder, also wenn ich 0 Volt anlege, liest der Arduino beispielsweise 0. Und wenn ich 5 Volt anlege, dann würde der Arduino, wenn ich ihn frage, was liegt an dem Port an, dann würde er mir 1024 ausgeben. So, und dazwischen dementsprechend irgendwas, was dazwischen liegt. Das heißt, wir können halt an jedem dieser Pinne 1024 verschiedene Eingangszustände halt detektieren, je nachdem, wie viel Volt an diesem Pin anliegt. Und hier unten haben wir Power, das sind halt so ein paar Pinne, wo wir halt 3,3 und 5 Volt abgreifen können. Das ist halt ganz interessant. Vieles von der Elektronik und Sensorik, die wir halt benutzen, brauchen halt entweder 5 Volt oder 3,3. Die beiden Spannungen, das sind so die gängigsten Spannungen für diese kleinen Schaltkreise. Mit V-In könnten wir den Arduino direkt mit 5 Volt versorgen, ne, wenn wir nicht über diesen USB-Port hier gehen würden. So, das sind die ganzen Pinne von dem Arduino einmal erklärt. Und wenn man sich jetzt die Board-Schematik angucken würde, ne, also wie dieser Schaltkreis aufgebaut wäre, dann würde man sehen, wie einfach diese ganzen digitalen Ein- und Ausgänge einfach mit kleinen Leitungen hier auf die dementsprechenden Pinne von dem Arduino geführt werden. Und das ist wichtig für mich, dass ihr das versteht, dass der Arduino, dieser Begriff Arduino, man hat ja immer dieses ganze Board im Board halt im Kopf, wenn man darüber nachdenkt. Der Begriff Arduino beschreibt dieses Entwicklungsboard, ne? Und nichts anderes ist dieser Arduino. Wir haben einen Standard-Mikrocontroller hier unten drauf, der in der Lage ist, halt diese ganzen Operationen zu machen. Das wäre er aber auch, wenn er halt nicht auf so einem Arduino stecken würde. Ich kann den halt einfach mit Kabeln und Strom verkabeln und dann würde er die gleiche Aufgabe so machen. Aber der Arduino ist dadurch, wie er halt hier gelayoutet ist, wie er designt ist, im Grunde einfach halt nur eine komfortable Möglichkeit, auf diese ganze Funktionalität von dem Mikrocontroller zuzugreifen. Dass ihr das halt im Kopf habt,
Arduino ist im Grunde das Entwicklungsboard, ne? Aber ihr entwickelt halt, das braucht ihr halt nur, um diesen Mikrocontroller zu programmieren. Das könnte man aber halt auch ohne dieses Board machen, ne? Und viele professionelle Entwickler machen das natürlich ohne das Arduino-Board, weil es halt einfach dafür entwickelt wurde, dass das Ganze zugänglicher wird. Dann haben wir hier unten in dem unten linken Bereich, das ist so ein bisschen Power Management, ne? Da kann ich halt hier noch eine Stromquelle zwischen, ich glaube, 7 und 9 Volt oder wie auch immer, oder 9 und 12 Volt anschließen. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Steht das hier zufällig drauf? Nee. Ich meine, das wäre irgendwas zwischen 9 und 12 Volt. Also ich kann hier eine 9 Volt Blockbatterie anschließen und kann meinen Mikrocontroller damit betreiben. Und hier haben wir die dementsprechenden Transistoren, die halt diese Stromumwandlung halt erledigen. Hier ist ein Quarz drauf. Das macht halt einfach nur, dass der Chip ordentlich getaktet wird. Ist aber im Grunde auch nicht nötig, weil diese Chips auch einen internen Quarz haben. Oder kein Quarz, aber sie haben einen internen Takt. Das heißt, ich kann diesen Chip auch ohne einen Quarz betreiben. Allerdings laufen die dann dementsprechend ungenauer. Dann kann ich so Operationen, die wie warte 5 Sekunden, das ist dann halt weniger genau, als wenn ich den hier mit einem externen Quarz betreibe. Und, das ist dann auch nochmal wichtig zu wissen, dieser obere linke Teil, also der große Kasten hier und der kleine schwarze Kasten hier, das ist nochmal ein Bereich auf diesem Board und der dient zur Kommunikation mit dem Computer. Ne, das heißt, wenn ich den Arduino hier anstecke, ne, und dann mit Strom versorge, dann verbindet sich mein Computer mit dem USB-Kabel nicht direkt mit dem Arduino, ne, weil ihr habt das vielleicht schon mal gehört, wenn ich halt den Arduino an den Computer anstecke, dann sagt Windows, neues Gerät gefunden. Aber das Gerät, was der Computer sieht, ist nicht der große Chip hier, sondern ist dieser kleine Chip hier. Ne? Und dieser kleine Chip, das könnt ihr halt hier auch auf jeder anderen Webseite sehen, Arduino, Bilder. So, das sieht halt hier in Wirklichkeit so ein bisschen anders aus. Hier, da ist das, dieser Chip hier, das ist der, das ist ein USB zu Seriell-Konverter. Ne? Also, ich habe hier, ich habe so einen komischen Effekt, dass hier dass es automatisch rausscrollt. Das ist aber seltsam. Jetzt hat es aufgehört. Wie auch immer. Wir haben, wenn wir das USB-Kabel in den Arduino stecken und das Geräusch, was Windows erkennt, ist dieser kleine Chip und der wird als USB zu Seriell-Konverter erkannt. Also ein Gerät, was serielle Kommunikation kann, das kennt ihr aus dem Windows-Bereich als diese COM-Ports, ne, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Ich schaue mal gerade, ob ich hier unter Gerätemanager zufällig einen sehe. Grafikkarten. Ja, wahrscheinlich müsste ich jetzt einfach mal, ich stecke mal den Arduino eben ein, dann werden wir das live sehen. So, ihr habt eventuell das Geräusch gehört und hier oben erscheint jetzt halt der Arduino als Anschlüsse COM und LPT. So, und jetzt ist hier ein neues Gerät erschienen, COM3. Und das ist ein Gerät für serielles Kommunizieren. Das kennt man von ganz früher. Da haben Scanner oder Drucker halt auf diese Art und Weise kommuniziert. Aus der Zeit kommt das auch noch. Aber das ist nichts weiter als ein serieller Anschluss, den wir da herstellen und mit dem unser Computer kommunizieren kann. Und dieser wiederum, dieser kleine Chip hier, der macht dann diese serielle Kommunikation für unseren Computer und der ist mit zwei Strippen, also in dieser Platine sind einfach zwei Kabel, die durch diese beiden RX und TX
Leitungen laufen und sind mit dem Chip verbunden und so kommuniziert unser Computer mit dem eigentlichen Mikrocontroller. Das heißt, wenn ich bei einem Arduino auf Programm übertragen drücke, dann seht ihr meist, dass hier diese LEDs ganz wild blinken. Und das bedeutet, dass dieser Chip hier das Signal vom Computer entgegennimmt und der sendet es weiter an den großen Mikrocontroller und flasht dann in den Speicher dessen das Programm, was wir ausführen wollen. So, das reicht erstmal für den Anfang. Nur, dass ihr wisst im Grunde, dass dieses Board aus verschiedenen Bereichen besteht. Die digitalen Pins, die analogen Pins, die Powerline, dann die ganze Stromversorgung unten links. Und hier oben, das ist halt der Bereich, der mit dem Computer kommuniziert. Und dass dieser schwarze Fleck, der hier drauf ist, genauso ein Mikrocontroller ist, wie der große hier halt auch. Ne? Nur, dass der halt einem anderen Zweck dient, dass der diese Relais-Kommunikation herstellt. Gut, jetzt wissen wir halt, was so ein Arduino macht. Jetzt wollen wir auch mal gucken, wie das Ganze halt funktioniert. Und dazu habe ich hier mal was vorbereitet. Im Grunde eine kleine Schaltung, nichts Wildes. Hier ist halt einmal ein Button, der vom Arduino abgefragt wird und eine LED, die ich damit schalte. Ich habe hier unten einfach mit zwei Leitungen das Ground und 5 Volt von dem Arduino-Board abgegriffen und hier in das Breadboard reingeleitet, damit ich halt hier auf all diesen Leitungen entweder Ground oder 5 Volt habe. Das macht mir das dann später so ein bisschen einfacher zu verkabeln. Wenn ich jetzt meine LED richtig anschließe, ne, und so eine LED, die hat halt ein langes Bein und ein kurzes Bein, das ist die Anode und die Kathode, also eine Plus- und eine Minusseite, wenn ihr so wollt. Wenn ihr die halt richtig verkabelt, ne, also das kurze Bein ist meistens die Masse und das lange Bein wird an der Plusseite angeschlossen, dann kann ich, wenn jetzt auf dem Pin 13 5 Volt anliegen würde, müsste diese LED anfangen zu leuchten. So, das zweite ist der Button, den habe ich angeschlossen. Der wiederum, der wird mit 5 Volt hier versorgt, ne, über diese Leitung. So, das ist halt, diese Button funktionieren folgendermaßen. Wenn die so 4 Beinchen halt haben, dann sind die halt immer dieses Beinchen und dieses Beinchen, die sind miteinander verbunden, immer. Ne, also die haben halt eine permanente Verbindung. Und erst wenn ich den Knopf drücke, dann wird dieses Beinchen mit diesem Beinchen verbunden. Und unten genauso. So, und damit habe ich, wenn ich auf den Button drauf drücke, geht hier die 5 Volt durch den Button durch und auf Pin 8. So, das heißt, jetzt habe ich meine LED auf Pin 13 angeschlossen und mein Button auf Pin 8. So, jetzt kann man sich in diesem Simulator den Code dazu angucken. So, und dieser Code, das funktioniert im Grunde bei euch in der realen Welt, wenn wir mit dem Arduino arbeiten, über die Arduino IDE. Da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu, damit ihr da vielleicht selber im Anschluss auch gleich starten könnt. Aber das funktioniert hier ganz genauso. Die Programme sehen 1:1 gleich aus. Und was ich jetzt hier tue, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Programmierung rein. So ein Arduino, den programmiere ich halt immer mit einem C-Dialekt. Also das ist eine C-lastige Programmiersprache, die ich halt hier benutze. Und ich hoffe, dass ihr schon mal Erfahrung mit Programmieren hattet. Ansonsten ist das auch nicht so wild. Dann müsstet ihr euch da aber ein bisschen reinlesen, was diese einzelnen Werte bedeuten. Wenn ich euch das mal übersetze, das hier oben erstelle ich halt einfach ein Bool, das ist halt eine Variable, die an oder aus sein kann. Jetzt kommt ein wichtiger, also einer von zwei wichtigen Punkten. In jedem Arduino-Programm werdet ihr immer eine Methode Setup finden und eine Methode Loop. Die Methode Setup,
die wird jedes Mal, wenn der Arduino mit Strom versorgt wird, ein einziges Mal ausgeführt. Das ist halt eine Methode, wo Initialisierung passiert. Und Initialisierung im Falle des Arduinos bedeutet, dass ich ihm mitteilen muss, ob die Pinne, die ich jetzt hier gerade benutze an dieser digitalen Pinleiste, ob das Input-Pins sind oder Output-Pins. So, und das sage ich ihm jetzt hier. Ich sage mit dem Befehl Pin-Mode, sage ich ihm, dass der Pin 8 ein Input ist und dass der Pin 13 ein Output-Pin ist. Und die Value setze ich halt standardmäßig erstmal auf False, also auf Falsch oder Aus. Das wird einmal jetzt ausgeführt, damit weiß der Arduino im Grunde, wie er mit seinen digitalen Pins hier umgehen muss. Und danach wird das, solange der Arduino mit Strom versorgt ist, nie wieder angefasst. Jetzt kommt der zweite große Teil, das ist die Loop. Und Loop ist jetzt eine Endlosschleife. Und das ist auch das, was halt auch jetzt das Ganze von einem Mikrocomputer unterscheidet. Ein Mikrocontroller, der macht die gleiche Aufgabe einfach immer und immer wieder, solange er am Strom angeschlossen ist. Und der ist jetzt nicht dafür gedacht, halt wahnsinnige Sondereingaben zwischendurch zu erhalten oder das Programm umprogrammiert zu kriegen, sondern der hat halt eine Aufgabe, der liest seine Eingänge ein, der liest seine Ausgänge, der bespielt seine Ausgänge und das wiederholt er einfach immer und immer wieder. So, und was ich hier mache, ich lese in meine Boolean-Variable den digitalen Pin 8 ein, also mit dem Digital Read lese ich, ob hier an dem Pin halt 5 Volt oder 0 Volt anliegt. Das wird dann, wenn 5 Volt anliegt, wird hier True reingespeichert, wenn hier 0 Volt anliegt, wird hier False reingespeichert. Und dann geht das weiter. Anhand dieser Variable entscheide ich jetzt halt, ob der Pin 13, das ist jetzt wieder Digital Write, dass der Pin 13 entweder ein- oder ausgeschaltet werden soll. So, und ihr könnt euch das wahrscheinlich denken. Das heißt jetzt halt einfach, wenn ich den Knopf drücke, dann wird die LED leuchten und wenn ich den Knopf loslasse, dann wird die LED halt ausgehen. So, und das kann man jetzt hier ganz einfach testen, indem man Simulation starten drückt. So, jetzt wird diese Schaltung simuliert und wenn ich auf den Button jetzt drauf drücke, dann leuchtet dementsprechend die LED. Jetzt werdet ihr sagen, Mensch, das ist ja echt lame, Papprot. Eine Lampe zum Leuchten bringen, das kann ich auch mit einem Lichtschalter und Strom machen. Dafür brauche ich keinen Mikrocontroller. Und damit hättet ihr recht. Dafür brauche ich keinen Mikrocontroller, weil wir jetzt im Grunde könnten wir auch halt einfach die LED direkt an den Schalter halt schließen und auch dann würde ich, wenn ich auf den Button drücke, die LED leuchten lassen. Was ich aber nicht machen kann mit einer normalen Schaltung beispielsweise, ist, dass wenn ich die LED drücke, Sleep 1000, so, und das wiederhole ich jetzt halt dreimal. So, Sleep ist keine richtige Funktion. Wie heißt das nochmal beim Arduino? Hat das gerade mal einer? Arduino Sleep Delay. Das heißt beim Arduino Delay, also ihr seht das, ich bin hier auch schon wieder so ein bisschen eingerostet. Und hier noch einmal. So, und zwar jetzt, wenn ich auf den Button drücke, dann leuchtet die nicht nur einmal, sondern ich klicke jetzt einmal und die LED geht an. Ja, die geht gleich hoffentlich aus. Ja, also ihr seht hier oben die Simulationszeit. Ich habe es jetzt eingestellt, Delay 1000 bedeutet normalerweise warte 1000 Millisekunden. Warte 1000 Millisekunden, dadurch, dass wir aber hier in einer Simulationsumgebung sind und das relativ rechenaufwendig für ihn zu sein scheint,
zählen die Sekunden langsamer runter als in der Wirklichkeit. Ja, deswegen ist das Beispiel jetzt halt, funktioniert ein bisschen besser, wenn wir, wenn wir das an einem echten Arduino machen würden. Ich guck mal gerade. Stopp. So, eigentlich müsste er es jetzt halt. Angehen und nach einer Sekunde wieder aus. Also ihr seht, ich kann jetzt halt schon mit der einen LED und dem Button mehr machen, als ich das mit dem normalen Schaltkreis könnte. Ich könnte beispielsweise halt diese LED jedes Mal, wenn ich den Knopf drücke, blinken lassen. Ich könnte genau umgekehrt handeln, nur wenn ich den Knopf drücke, geht die LED aus. Ich könnte machen, dass halt ich mir einen Merker baue und wenn ich den Button einmal drücke, dann geht die LED an. Und wenn ich dann den Button ein zweites Mal drücke, geht die LED aus. Und das sind jetzt alles Funktionalitäten, die ich nur machen kann, weil das Ganze über einen Mikrocontroller halt gesteuert wird. So, das war jetzt super Crashkurs, Crashkurs-Einweisung. Wenn ihr das Ganze jetzt in Wirklichkeit macht, ne? Also ihr habt den Arduino halt auf dem Tisch liegen, dann würdet ihr hier die Arduino IDE starten. Ich ziehe den Arduino, den ich mal am Computer stecken habe, nochmal raus. So, das Ganze startet jetzt. Ihr seht, das Ganze sieht halt hier genauso vom Code her halt aus wie mein Programm gerade auch. Und hier müsst ihr nur darauf achten, dass, weil wir jetzt nicht im Simulator arbeiten, müsst ihr hier noch so ein paar Einstellungen vornehmen. Ne? Und das bedeutet, ihr habt hier unter Werkzeuge, müsst ihr halt einmal ihm angeben, mit welchem Board wir hier arbeiten. So, und da haben wir gesagt, wir haben hier verschiedene Boards zur Auswahl. Ne? Beispielsweise schon allein von Arduino. Habe ich euch ja gerade das Arduino Mega gezeigt, das größere Board, oder das Arduino Uno beispielsweise, was ich jetzt hier gerade auf dem Tisch liegen habe. Und das muss die IDE einmal wissen, weil jedes dieser Mikrocontroller hat unterschiedlichen Speicherzugriff, ne, und unterschiedliche Menge an Speicher. Und damit die IDE euch bestmöglich unterstützen kann, muss sie halt wissen, mit welchem Board sie da gerade arbeitet. Also wir hätten jetzt in dem Fall den Arduino Uno und ihr seht jetzt, Port ist jetzt hier gerade noch ausgegraut, weil ich gerade keinen Arduino im Computer stecken habe. Das ändere ich jetzt nochmal wieder, indem ich den Arduino von eben mal einstecke. Wenn ich meinen Port hier treffe. So, jetzt habe ich den Arduino eingestöpselt und jetzt erscheint er hier unter COM-Port 4. Ne? Also ihr seht gerade was COM 3, jetzt ist es COM 4. Den muss ich halt auswählen. Stellt euch vor, ihr könnt ja auch natürlich irgendwie 5 Arduinos an eurem Computer angeschlossen haben. Dann muss diese Software wissen, mit welchem Arduino die kommuniziert. Ne? Und deswegen müssen wir jetzt das dementsprechend angeben. So, und wenn wir das Ganze halt jetzt hier gemacht haben, drücke ich hier einfach auf Sketch hochladen. Das Ganze wird hier kompiliert. Das ist natürlich ein bisschen Banane, weil halt hier nichts drin steht. Und das Ganze wird dann auf mein Arduino geflasht. So, so funktioniert das halt in der Realität. Ist ganz gleich wie mit dem Simulator. Nur wie gesagt, da greifen wir drauf zurück, damit ich euch das einigermaßen komfortabler zeigen kann und auch in den kommenden Beispielen. Gibt es soweit dafür noch Fragen? Also zu dem Arduino allgemein? Ist jetzt schon irgendwas verständlich oder missverständlich gewesen? Okay. Wenn das soweit von allen verstanden wurde, hoffe ich, dass das dass ihr erst einmal bestmöglich halt selber das Ganze halt mal nachbaut, ne? Selber euch Aufgaben sucht.
wenn ihr das tut, dann könnt ihr natürlich halt die ganze, und das ist jetzt halt noch der andere große Pluspunkt von Arduino, es ist halt, naja, ich sag mal, ich erzähle sonst halt immer, es besteht aus drei Teilen. Ne? Es ist halt zum einen ist es das, zum einen ist es halt das Entwicklungsboard, dann ist es halt die Community, ne? Also ihr werdet halt im Internet, wenn ihr irgendwelche DIY-Projekte sucht, dann werdet ihr halt in 80% der Fällen immer irgendwie sehen, dass da ein Arduino etc. mit drin steckt, weil so viele Leute halt immer noch damit halt ja, kleine Projekte halt bauen. Ne? Das ist die Community und der dritte Standpfeiler ist halt die Webseite. So, ne? Und die Webseite ist halt ist eine riesen Dokumentation. Getting Started würde ich euch dann empfehlen. Und hier ist dann halt erklärt, ne, Schritt für Schritt, wahrscheinlich auch besser als ich das gerade für euch mache, wird erklärt im Grunde, was ist der Arduino, wie funktioniert das Ganze und so weiter und so fort. So, wenn ihr aber schon zugange seid und ihr seid jetzt schon halt irgendwie am Bauen und ihr habt jetzt irgendein Problem, ne? Also ihr habt irgendetwas, was wir gerade zum Beispiel gemacht haben mit der LED, dann tippe ich halt einfach mal bei Google ein Arduino LED und das erste, was man, ja gar nicht jetzt mehr, das zweite, was man findet, ist jetzt halt immer die Arduino CC Seite, also relativ weit vorne und das sind alles offizielle Tutorials, neben tausend anderen Tutorials, die ihr zu Arduino LED Blink Beispielen finden werdet. Ist das aber so die offizielle Erklärung, wie das Ganze halt funktioniert. Und diese Beispiele sind halt immer so aufgebaut, dass hier oben die Hardware beschrieben ist, die ihr braucht. Dann wird einmal die Schematik halt erklärt, wie man das Ganze halt hier anschließen sollte. Hier sogar halt mit einem Widerstand, damit die LED nicht zu viel Strom, mit zu viel Strom durchflossen wird. Das ist hier die schematische Ansicht. Und dann wird hier Schritt für Schritt der Code dazu erklärt, den ihr machen müsst, oder den ihr schreiben müsst, um das Ganze halt hier funktionieren zu lassen. Ne? Und das funktioniert jetzt halt natürlich nicht nur mit so einfachen Sachen wie einer LED. Ich könnte hier auch eingeben Arduino, beispielsweise LCD. Display. Ich muss gerade meine WhatsApp hier unten ausmachen, das fuchst ihr mal rein. Da findet ihr halt wieder ein Beispiel, wie ihr in diesen Sets, die ihr auch bei uns bekommen könnt, das LCD-Display beispielsweise anschließt. Das ist auch kein Hexenwerk. Auch hier wird wieder super gut erklärt im Grunde, wie das Ganze funktioniert. Was die einzelnen Pinne an dem Display hier zu bedeuten haben. Wie das Ganze zu verkabeln ist, lasst euch davon jetzt nicht abschrecken. Ne? Ihr habt in eurem Set, also falls ihr das von uns geliehen habt, genau das gleiche LCD-Display dabei, aber in einer etwas leichteren Form. Und zwar befindet sich dort halt auf der Rückseite ein I²C Steuerungsmodul. Ne? Das heißt, wenn ich ein Display so plain, also ohne irgendetwas anschließen möchte, dann brauche ich hier diese ganzen Kabel, halt jede Menge Verkabelungen, die in das Display reingehen. Wenn ich hier aber mal suche nach LCD I2C, ne, das ist das, was ihr wahrscheinlicher in dem Set halt haben werdet. Gucke ich mal hier. So sieht das Ganze aus. Ne? Das ist halt hier ein Display und das, was hier gerade bei dem Beispiel so einzeln verkabelt wurde, ist hier so ein kleines Huckepackboard oben drauf, was die Kommunikation für euch erleichtert. Und da seht ihr, statt dieser vielen Kabel braucht man jetzt hier nur noch vier und man kann das Display danach genauso benutzen wie halt mit dieser anderen Verkabelung. Ne? Also alles das, was ihr irgendwie sucht, ne, jedes Bauteil, was in diesem Köfferchen drin ist, was ihr auch online erwerben könnt, ist halt ja, im Internet eine Millionfach in Bild und Text super erklärt.
Ihr seht schon, alleine hier sind halt jede Menge YouTube-Tutorials dazu. Da müsst ihr einfach halt nur, ja, da sind eure Ideen halt einfach so der Horizont. Ne? Also wenn ihr halt irgendeine Idee habt, was ihr bauen wollt, dann überlegt euch, welche Bauteile brauche ich dafür, um das umzusetzen. Dann googelt das nach, wie man das mit dem Arduino anschließt. Und dann go for it. Ne? Und dann einfach nur noch nachbauen, testen und auf dem Weg dahin möglichst viel lernen. Eine Sache möchte ich euch noch mit an die Hand geben, weil das halt super wichtig ist und bei mir damals auch eine Zeit lang gedauert hat, bis ich das geschnallt habe. Und zwar ist das, wie serielle Kommunikation funktioniert bei dem Arduino. Ne? Also ich habe ja gerade schon mal über serielle Kommunikation im Zuge der Kommunikation mit dem Computer halt gesprochen. Aber wenn ihr mit dem Arduino irgendwie was macht, ne, also dass der Freund vom Softwareentwickler ist halt im Grunde eine Möglichkeit, die beiden zu betreiben. Und nichts ist schlimmer, als in irgendeiner Blackbox rumzuprogrammieren und ihr verschiebt da Variablen von links nach rechts und wisst aber nicht, was das bewirkt. Ne? Und ihr habt halt irgendeinen wilden Fehler in eurem Code drin. Und ihr wisst halt einfach nicht im Grunde, wie ihr das halt, was den verursacht. Und da brauchen wir halt irgendeine Möglichkeit eines Feedback-Kanals. Ne? Also ich brauche einen Response-Kanal, damit ich aus dem Arduino halt auch unabhängig von irgendwelchen LEDs etc. Irgendeine Informationen mir halt rausholen kann, damit ich weiß, was macht der Mikrocontroller da überhaupt und an welcher Stelle hängt das vielleicht. Und dazu kann man beispielsweise die serielle Kommunikation benutzen, die jeder Mikrocontroller oder die meisten Mikrocontroller halt onboard dabei haben. So, und das zeige ich euch mal hier mit einem kleinen Beispiel. So, wo habe ich das jetzt hier? Serielles Feedback. So, ihr seht, im Grunde das gleiche Beispiel wie gerade auch, nur dass das etwas anders verkabelt ist. Ich habe jetzt hier wieder eine LED, ne, die ist jetzt diesmal an Pin 9 angeschlossen. Und ich habe hier wieder einen Button, der ist an Pin 2 angeschlossen. Lasst euch davon nicht verwirren, dass das Ganze jetzt hier nicht auf einem Breadboard sitzt. Das ist halt, Breadboard ist halt nur für uns im Grunde ein Medium für eine etwas leichtere Verkabelung. Das ist jetzt überhaupt kein Muss, ne? Das ist genauso auch so verbunden. Der Unterschied steckt jetzt hier halt in dem Code dazu. Ihr seht, dass das hier schon ein bisschen mehr los ist. Und zwar beschränken wir uns jetzt hier erstmal auf die Sachen, die ihr kennt. Ne? Das ist das Setup. Und ich deklariere jetzt halt einmal die rote LED als Output und den Button als Input. So, da gerade standen hier noch Zahlen. Ich habe die Zahlen hier einfach durch Variablen ersetzt. Das ist eigentlich ganz schöner Programmierstil, wenn ihr euch das so aneignen könntet, dass man am Anfang von einem Arduino-Programm immer die, naja, ich sag mal, die Geräte definiert, wie ihr das Ganze halt angeschlossen habt. Ne? Also ihr werdet sehr schnell halt an den Punkt kommen, wo ihr vielleicht mehr als einen Button und eine LED braucht, sondern ja, vielleicht gerade wie bei dem Display-Beispiel, ne, irgendwie mal 5 Kabel für irgendeinen Sensor benötigt. Und damit ihr den Überblick nicht verliert später, ne, wenn ihr halt mit den Befehlen wie Pin-Mode und Digital Write arbeitet, ist es halt immer relativ schwer, sich im Kopf zu behalten, meine LED, die ist Pin 5. Und wenn ich wieder 3 andere Sachen mache, dann muss ich jetzt hier die LED wieder anschalten. Und warte mal, welcher Pin war das nochmal? 5. So, ne? Kann man sich merken, wenn man halt noch eine gewisse Anzahl an Geräten hat. Wenn es aber mehr wird, dann ist es schön, hier oben so eine kleine Liste zu pflegen, ne? So einen kleinen Index. Und einfach jedem Gerät oder jedem Port, den ihr benutzt, halt einen Namen zu geben. Das macht es zumindest für mich immer einfacher. Und in der Regel ist der Code dann so ein bisschen einfacher später zu lesen. Also ich habe wieder 2 Variablen, Red LED und Button. Und ich mache genau wie in dem anderen Beispiel gerade auch ein Input und ein Output Port. Nur das ist jetzt neu.
Ne? Serial Begin 9600. So, was macht das? Serial ist halt die Bibliothek für serielle Kommunikation. Ne? Wenn ihr mal auf irgendwie sowas stoßt in so einem Programm, wo ihr nicht weiter wisst, dann recherchiert das. Ne? Also auch ich, ne, habt ihr vielleicht ja gerade bei dem Sleep oder bei dem Delay-Beispiel gesehen im Grunde. Ich vergesse manchmal auch einfach Sachen oder so. Ne? Aber wichtig ist, dass man es dann halt schnell nachliest, nochmal wieder sich auffrischt und guckt, wie das halt wirklich heißt. Und wenn ihr Befehle benutzt, dass ihr versteht, was diese Befehle halt machen. Ne? Ganz oft im Grunde kopieren ja Programmierer, also ich wollte jetzt nicht Studierende sagen, die machen natürlich auch, aber auch Programmierer kopieren sich halt einfach Code aus dem Internet und wissen halt gar nicht, was dieser Code macht. Und da liegt so ein bisschen das Problem dran. Ne? Also als Softwareentwickler ist es ganz normal, dass ihr halt auf Quellcode aus dem Internet zugreift. Das werdet ihr auch im Studium noch bei ganz vielen anderen Sachen halt machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Auch als Softwareentwickler beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie eine Webseite schreiben müsste, dann würde ich ja nicht anfangen, jedes kleine Buttonfeld zu designen und zu layouten, sondern ich greife dort auf Bibliotheken zurück, die das schon für mich gemacht haben, um schon eine Funktionalität halt zu bieten. Oder wenn ich mit dem Arduino beispielsweise einen Servomotor anschließe, dann benutze ich halt eine Bibliothek, die ich benutzen kann, um diesen Servo zu steuern. Allerdings muss ich mich dann aber auch halt informieren, wie diese Befehle halt heißen, die dort halt mir bereitgestellt werden, und muss auch so ein bisschen halt immer im Auge behalten, wie das Ganze halt unter der Haube funktioniert. Ich glaube, das ist halt eine wichtige Sache, was viele, wo viele sich halt immer zu sehr halt auf die Programmierkünste von anderen verlassen und dann irgendwann so ein bisschen abgehängt werden. Also versucht da immer so ein bisschen dran zu bleiben, dass ihr das, was ihr benutzt an Quellcode, wenn ihr mal eine Stelle seht, recherchiert das immer so ein bisschen nach. Genauso wie bei der seriellen Kommunikation auch, haben wir jetzt halt, habe ich das mal nachgeschlagen, auf der Arduino-Seite Serial, das ist jetzt halt eine Kommunikationsart, ne, wird hier auch UART genannt, oder US-Art. Und hier wird aufgelistet, welche Mikrocontroller von Arduino das unterstützen. So, und hier haben wir den Arduino Uno. Und der scheint das zu unterstützen. Und zwar auf Pin 0 und auf Pin 1. So, da war doch irgendwie was. Wir hatten noch hier geguckt. Und hier stand ja Pin 0 und 1. Und da steht ja RX und TX. So, und das steht für Read und für Transmit, also das ist die Lese- und die Schreibeleitung. Also das bedeutet, wann immer euer Arduino seriell kommuniziert, dann tut er das halt über eine dieser beiden Leitungen. So, erst nochmal, was ist serielle Kommunikation? Serielle Kommunikation ist halt eine Möglichkeit, über eine Datenleitung Daten zu übertragen. So, ich kann halt mit einer Leitung, wenn beide Teilnehmer auf beiden Seiten der Leitungen wissen, wie dieses UART-Protokoll funktioniert, also dass in einem gewissen Takt die Leitung auf High und auf Low ist, dann kann der Gegenüber das dementsprechend interpretieren und kann halt erkennen, welche Daten der Sender schicken wollte. Das funktioniert aber nur in eine Richtung, weil die Geräte halt nicht untereinander wissen im Grunde, wann jetzt der andere anfängt zu sprechen oder Daten senden möchte und wann das der erste Kandidat halt macht. Und deswegen braucht man für eine bidirektionale serielle Kommunikation immer zwei Leitungen. Ne? Und das deswegen halt immer eine Read- und eine Transmit-Leitung. Ich könnte jetzt beispielsweise zwei Arduinos miteinander kommunizieren lassen, also so eine Art Mini-Netzwerk machen, indem ich von dem einen Arduino RX Arduino 1 wird mit TX Arduino 2 verbunden und RX Arduino 2 wird mit TX Arduino 1 verbunden. Ne, einmal so über Kreuz. Und damit wäre es in der Lage, dass beide Arduinos untereinander sich Nachrichten senden.
Das ist serielle Kommunikation. Jetzt habe ich aber anfangs ja davon gesprochen, dass ich ja gerne als Programmierer selber Nachrichten bekommen möchte. Ich möchte ja ein Debug irgendwie treiben. So, und das passiert hier, indem ich mir diese Funktionalität zu nutzen mache. Also der Arduino, der ist jetzt mit seinen zwei seriellen Kommunikationsbeinchen nicht nur auf Pin 0 und auf Pin 1 verbunden, sondern die gleichen Pinne sind hier auch im Grunde mit meinem kleinen seriellen Kommunikationschip vom Computer verbunden. Das heißt, wenn ich mit dem Arduino einfach quatschen lasse, ne, und ich sage ihm, bitte sende mir Informationen über die serielle Leitung, dann geht das sowohl an Pin 1, aber auch über eine zweite Leitung hier an diesen kleinen blauen, den schwarzen Chip. Und das wiederum kann mein Computer interpretieren. Also der ist quasi, wenn ihr den Arduino ansteckt, ist der im Grunde seriell mit eurem Arduino verbunden. Und das ist das, was jetzt hier im Code gerade initialisiert wird. Der Arduino, ich sage ihm, bitte initialisiere deine serielle Kommunikation. Und das mache bitte mit der Baudrate 9600. 9600 könnt ihr euch einfach nur als eine Geschwindigkeit vorstellen. Das ist ein Takt. So, ich kann hier verschiedene Baudraten wählen. Und die Faustregel ist halt, je höher die Baudrate ist, desto schneller wird kommuniziert. Das heißt, mehr Daten können übertragen werden. Aber desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten missverstanden werden. Weil wir kommunizieren auf einer Leitung ganz schnell an, aus und der Gegenüber muss die Zeiten zwischen diesen Signalen messen. Stell euch das ein bisschen vor wie Morsen. Also wenn jemand langsam morst, dann ist das bestimmt besser zu verstehen, als wenn er das halt schnell machen würde. Allerdings kann man dann aber auch weniger Daten übertragen. Also je höher die Baudrate ist, desto mehr Daten werden übertragen, desto eher können Fehler passieren. Und desto geringer die Baudrate ist, desto weniger Daten können übertragen werden. Und desto stabiler ist halt die Kommunikation. Und 9600 ist so der Sweet Spot zwischen den beiden Werten. Das reicht für mein Debugging völlig aus und trotzdem habe ich eine einigermaßen stabile Kommunikation. So, ich brauche also Serial Begin, um die serielle Kommunikation zu starten. Und jetzt gehe ich in meinen Hauptloop rein. So, und was ich halt hier mache, ist, ich überprüfe den Button. So, dafür ist es auch schon anders als gerade, weil ich jetzt nicht mehr einfach in eine Variable reinschreibe, sondern ich hier eine Funktion aufrufe. So, die Funktion heißt CheckButton, die steht hier unten. Und in dieser CheckButton mache ich im Grunde genau das gleiche wie gerade auch. Also ich lese halt hier den Zustand des Buttons, wenn der halt auf High ist, also wenn der gedrückt ist, dann rufe ich hier eine Funktion auf. Wieder Serial Printline, ihr könnt euch das wahrscheinlich denken. Dann sage ich dem Arduino, bitte schreibe auf deiner seriellen Kommunikation Button pressed. Das soll halt kommuniziert werden und warte eine Sekunde. Danach ist die Funktion vorbei und ich gehe hier in den Hauptteil über. So, und hier überprüfe ich einmal, ob eine serielle Kommunikation verfügbar ist. Stopp, machen wir gleich. Lasst uns das erstmal testen. Also wir haben hier den Button und jedes Mal, wenn ich den Button drücke, soll hier Button pressed reingeschrieben werden. Das mache ich hier mal, indem ich den Simulator starte. So, und jetzt ist hier unten an dem Monitor der serielle Monitor versteckt. Dann kann ich ihn mal größer ziehen. So, das ist jetzt, ich nenne es immer so ein bisschen das WhatsApp für Mikrocontroller, weil hier ist, ihr habt hier halt ein Textfeld, hier könnt ihr irgendwie was reinschreiben, ihr könnt was senden, es kommt aber nichts an, also kein Feedback. Aber wenn ich jetzt den Button hier drücke, dann seht ihr, dass ich den Button Pressed String zurückbekomme. So, was jetzt hier passiert ist, er hat gemerkt, dass der Button gedrückt wurde und der Arduino hat entschieden, okay, ich muss jetzt, weil der Button gedrückt wurde, muss ich jetzt über die Leitung Button Pressed senden.
Und das tut er in dieser Simulation, indem er halt im Grunde an diesen schwarzen Chip die serielle Kommunikation sendet, Button presst. Und mein Computer stellt mir das halt hier in diesem seriellen Monitor dar. So, wenn ich jetzt mir das Ganze nochmal in der Arduino IDE ansehe. Habe ich die hier noch offen? Natürlich nicht. So, wenn ich jetzt hier den, ich nehme mal den gleichen Code, circa. So, ich dünne mal ein bisschen aus. Ich habe hier halt keinen Button drin. Ich brauche lediglich hier, die serielle Verbindung. Ich brauche auch keine Funktion. Ich möchte hier nur Serial Print Line, um euch das zu demonstrieren. Und was ich hier nur mache, ich mache ein Integer i in der Setup, sage ich, dass i gleich 0 ist und dass ich in jedem Schleifendurchlauf i um 1 hoch rechne, dass dazwischen immer eine Sekunde pausiert wird. Und ich muss jetzt hier auch noch Serial Print Line Button pressed und ich mache hier noch eine zweite Zeile hin. So, die heißt Serial Print. Ne, das heißt jetzt, und hier printe ich i raus. So, der Unterschied ist jetzt von Serial Print Line zu Serial Print, dass er bei LN, da macht er noch ein Line Feed. Also das ist, also wenn ihr einmal auf Enter drückt, das ist wie ein Zeilenumbruch. Und wenn ich nur Print schreibe, dann macht er das nicht. Und so bin ich in der Lage halt, in der gleichen Zeile was zu schreiben. Jetzt muss ich hier einmal an meinen USB-Port hinterm Monitor, damit ich euch das auch in die Kamera zeigen kann, hoffentlich. So, ich habe jetzt hier meinen Code. Ich checke mal Arduino. Mensch, irgendwie habe ich hier so ein Maus... Problem. Das habe ich ja gerade schon die ganze Zeit. Aber ich versuche das mal einfach hier zu umgehen. Ne, das ist geht nicht. So, wenn ich hier so ein Sketch jetzt übertrage an den Arduino, dann muss ich es halt in irgendeiner Weise zwischenspeichern. Das mache ich hier auf dem Desktop. Mein Programm wird jetzt halt geschrieben, auf den Arduino übertragen. So, und jetzt müsste ich aber... ich kann es nur erahnen. Also hier steht serieller Monitor, Steuerung, Umschalt, M. Ich mach das mal. Steuerung, Umschalt, M. So, dann muss ich jetzt hier auf die richtige Baudrate wechseln, damit wir beide 9600 quatschen. Kerl. So, und ihr seht, jetzt habe ich auf die richtige Baudrate gewechselt. Und jetzt wird halt einmal die Sekunde, schreibt mein Arduino mir an meinen Computer. Ne, wie gesagt, den Arduino habe ich in der Hand. Und mein Computer bekommt halt von dem Mikrocontroller über die serielle Kommunikation die Nachricht zurück, dass ein Button gedrückt wurde. Habe ich jetzt zwar nicht, aber... Durch den C, da könnt ihr sehen, dass das jetzt durch den Mikrocontroller nach und nach immer iteriert wird und mir zurückgegeben wird. Und was dabei halt interessant ist, deswegen mache ich hier nochmal halt die Bildschirmfreigabe aus. Ich hoffe, das kann man hier sehen. Ne? Einmal pro Sekunde leuchtet hier unten bei über diesem seriellen Chip hier. Da leuchtet die TX-Leitung. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Das ist jedes Mal, wenn der Arduino-Chip eine serielle Kommunikation auf dieser Leitung halt macht, dann leuchtet diese LED halt auf und der schwarze Chip hier, der kleine, der versteht das, diese serielle Kommunikation und leitet das dann im Grunde halt an den Computer so weiter.
Also so funktioniert im Grunde serielle Kommunikation und damit seid ihr halt in der Lage, mit dem Arduino auch ein Feedback zu geben zu dem Computer. Ne? Also ihr seht, normalerweise geht das hier über Werkzeuge, dann habe ich ja einen Menüpunkt, seriellen Monitor anzeigen. Ich weiß nicht, was mit meiner Maus los ist, warum das hier spinnt. Deswegen haben wir das jetzt mal improvisiert mit dem Shortcut. So, also nur nochmal, um diese Verbindung zu der realen Welt so zu kriegen. Nur, dass wir den seriellen Monitor halt mit dem Simulator halt hier integriert haben. Deswegen zeige ich euch das, weil das könnte halt so ein bisschen, das könnte halt vielleicht verwirren. Ne? So, was passiert denn noch? Um dieses Beispiel nochmal abzuschließen. Also ich habe jetzt hier gelernt, wie funktioniert serielle Kommunikation, wie kann ich mir halt was ausgeben. Das funktioniert halt mit Text, ich kann mir hier Variablen zurückgeben etc. Das funktioniert aber halt auch in die andere Richtung. Ne? Und zwar kann ich hier über Serial Passint kann ich auch was einlesen. Also der Arduino kann nicht nur serielle Kommunikation nach draußen werfen, sondern der kann auch serielle Kommunikation selber empfangen. Ne? Und das tue ich hier, indem ich vorher einmal überprüfe mit dieser Funktion Serial Available, checke ich erst einmal, liegt dort überhaupt serielle Kommunikation an? Und wenn das der Fall ist, dann rufe ich mit der Funktion Serial Passint einmal auf, was dort halt gesendet wurde an den Arduino. Ich lese das, wandle das in einen Integer-Wert um und wenn dieser Wert 1 ist, dann mache ich die LED an und wenn der Wert 0 ist, mache ich die LED aus. So, und das bedeutet jetzt, dass wenn ich hier unten in diesen seriellen Monitor jetzt was reinschreibe, dann sendet in dieser Simulation mein Computer an den Arduino eine Nachricht und der kann die interpretieren. Wenn ich jetzt hier irgendwas reinschreibe, dann ist das halt keine Eingabe, die ihn interessiert. Schreibe ich jetzt aber halt eine 1 rein und drücke Enter, dann geht die LED an, weil er das halt als Integer 1 erkannt hat. Wenn ich jetzt hier 0 reinschreibe und Enter drücke, dann geht meine LED wieder aus. Und damit habt ihr quasi schon eine kleine Vernetzung hinbekommen. Ne, weil euer Computer in gewisser Weise halt als Mikrocontroller halt kommuniziert über diesen kleinen schwarzen Chip. Und der Arduino selber ist ein eigener Mikrocontroller, der kommuniziert auch und empfängt Nachrichten. Und ihr kommuniziert gerade auf Mikrocontroller-Ebene halt mit zwei verschiedenen Mikrocontrollern, die sich gegenseitig untereinander verstehen. Und das macht das Ganze halt so spannend. So, und das Ganze kann man jetzt natürlich noch ein bisschen, das Spiel kann man noch weiter treiben. Dazu noch, bevor ich jetzt das letzte Beispiel zeige für heute, gibt es da noch zu Fragen? Ist das soweit verstanden worden? Also ich vermute mal, es waren keine Fragen da. Dann machen wir einfach weiter. Und zwar, das ist ein anderes Beispiel. Funktioniert im Grunde genauso. Wir schauen uns mal die Verkabelung an. Also hier sind einfach drei verschiedene LEDs. Jetzt nicht nur mal eine, sondern drei. Und der Code, der macht jetzt Folgendes. Ich habe hier oben meine drei LEDs deklariert. Ne, die benenne ich dann dementsprechend wieder. Das ist Pin 11, 12 und 13. Ich deklariere hier alle als Output. Ich initialisiere meine serielle Verbindung. Ne, ich bestätige mir das Ganze nochmal, dass das auch geklappt hat. Und in der Hauptschleife jetzt überprüfe ich halt einmal, ob die serielle Kommunikation verfügbar ist. Und ich lese jetzt ein Integer ein. Und dieses Integer wird jetzt halt zerlegt in seine einzelnen Bits. So, und je nachdem,
Welche Bits halt ein und aus sind, leuchtet rot, grün oder gelb? So, und das teste ich hier mal. So, wenn ich jetzt halt hier mit der seriellen Kommunikation, ich schicke hier eine 1 hin. Dann dauert das lange, aber dann funktioniert das. Also, wenn ich eine 1 sende, dann leuchtet nur die rote LED. Wenn ich eine 2 sende, dann leuchtet die gelbe LED. Wenn ich eine 3 sende, dann leuchtet gelb und rot. Und wenn ich eine, ich glaube, eine 6 sende, dann müssten, glaube ich, alle leuchten. Bitte? Die Übertragung ist abgebrochen, wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Achso, ja. Hört ihr mich denn jetzt noch, oder? Irgendwann, wir sehen. So, seht ihr denn? Ach, ich hab mein Bildschirm gar nicht freigegeben, ja? Okay. Ja, müsst ihr sofort sagen. sonst wird's albern halt, ne? Also nochmal ganz kurz als Wiederholung. Hier die drei Variablen. Alle als Output deklariert. Serielle Kommunikation gestartet. Ich überprüfe hier, ob die serielle Verbindung da ist. Und hier mit dieser Funktionalität habe ich hier Bitread. Also ich nehme mir eine Variable, einen Integer. Integer ist ja eine 8-Bit-Variable. Das ist jetzt... werden das die Informatiker von euch feiern, die anderen vielleicht nicht verstehen, worüber wir reden. Also so eine Variable, die ist ja mit Einsen und Nullen aufgebaut, ein Integer mit 8 Bit, ne, also mit 8 Ziffern, 0 oder 1. Und ich kann jetzt, wenn ich einen Integer deklariere, dann habe ich ja diese binären Zahlenfolgen, ne, also 0, 1, 2 ist dann 0, 1, 3 ist dann 1, 1, also ist binär, also einfach binäre Umwandlung. Und ich habe mir diesen Mechanismus hier zur Nutze gemacht und lese dieses Integer Bit für Bit von hinten ein. Also wenn ich jetzt halt eine 1 reinschreibe, dann ist die Zahl ja 7 mal die 0 und einmal die 1. Und wenn ich jetzt aber das ganz rechte Bit einlese, dann weiß ich, das ist halt mein Bit für die rote LED und kann dann halt hier dementsprechend die LED leuchten lassen. Wenn ich eine 2 schicke, dann ist die binäre Zahl ja 6 mal 0, 1, 0. So, und damit kann ich dann halt über diese Methode halt einfach die zweite LED leuchten lassen. Und so weiter, das heißt... Ich habe hier halt auch dann die Möglichkeit mit einer 7, ne, das ist dann halt die größte Zahl, die ich mit 8 Bit darstellen kann, sollten alle LEDs leuchten. Ne, also ich kann hier mit einer einzigen Zahl, kann ich halt drei LEDs steuern. Ne, das ist schon wieder eine gewisse Intelligenz da drin. Und das mache ich hier über serielle Kommunikation. Das ist der eine Part, der ist halt so eine Ampel, demonstriert, und das wiederum kann man jetzt beliebig aufbauen, jetzt hier mit einem zweiten Mikrocontroller. So, jetzt wird es langsam knifflig, und dieser zweite Mikrocontroller, also der linke Part, das ist genau das, was ihr gerade gesehen habt, ne? Einfach diese drei LEDs. Dieser Mikrocontroller, der ist in der Lage halt mit einer seriellen Kommunikation jedes einzelne dieser LEDs anzusteuern, je nachdem, welche Zahl zwischen 0 und 7 er kriegt. Und weil ich das aber nicht machen möchte, ich möchte mir jetzt eine Art Ampelsteuerung halt bauen, habe ich jetzt hier einen zweiten Arduino, an dem nur ein Button angeschlossen ist, und der übernimmt für mich die Logik dieser Ampel. Ne? Also wenn ich jetzt einmal auf den Knopf drücke, dann soll halt, ich glaube, die rote leuchten. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, dann ist die nächste Ampelphase. Dann wird die gelbe Lampe mit dazu leuchten. Und wenn ich nochmal drauf drücke, dann gehen die beide aus. Und dann soll die grüne Ampelphase eingeschaltet werden.
In dem Simulator kann ich das halt auch simulieren. Zwei Arduinos, indem ich einfach zwei Arduinos hier reinziehe. Und dann hier bei dem Code kann ich jetzt umschalten, hier oben rechts in der Ecke, von dem einen Arduino zu dem anderen Arduino. Den Code, den habe ich euch gerade einmal in dem ersten Beispiel separiert gezeigt. Das ist hier der linke, der die Ampelsteuerung macht. Der nimmt, wie gesagt, nur serielle Kommunikation entgegen zwischen 0 und 7 und lässt die Lampen leuchten. Und Arduino Nummer 2, der rechte, der Transmitter, der dem habe ich eine Leuchtreihenfolge beigebracht. Also ich möchte, dass das Light Mapping, also die Reihenfolge, wie meine Ampel leuchten soll, 1, 3, 4 und 2 soll er nach und nach senden, jedes Mal, wenn ich den Button drücke. Und das macht er einfach. Wenn ich einen Button drücke, er initialisiert hier seine serielle Verbindung. Und wenn er merkt, der Button wurde gedrückt, dann sendet er nach und nach dieses Zahlenpattern. So, und lässt dann halt, teilt dem ersten Arduino mit, was er zu tun hat quasi. So, wir schauen uns das einmal halt hier nochmal an. In der Funktion, jetzt sind beide eingestöpselt. Jetzt dauert die Simulation wahrscheinlich noch länger. So, wenn ich jetzt hier aber einmal auf den Button drücke, dann seht ihr, die rote Lampe leuchtet. Zweites Mal drücke, dann leuchtet die gelbe. Wenn ich ein drittes Mal leuchte, gehen beide aus und grün leuchtet. Und so weiter. Das Ganze springt wieder auf gelb und rot und fängt dann wieder von vorne an. Und das funktioniert halt durch serielle Kommunikation, weil ich nicht nur mit dem Computer seriell kommunizieren kann, sondern wie vorhin mal so angeteasert, ich kann hier über diese RX- und TX-Leitung kann ich halt auch zwei Mikrocontroller miteinander quatschen lassen. Und da seht ihr, der Transmitter, der benutzt die TX-Leitung, also der überträgt Daten, und der linke, der liest die Daten, also der ist nur auf Read. So, und mehr ist auch gar nicht nötig. Einen Rückkanal brauche ich nicht, weil der rechte Arduino nichts von dem linken wissen möchte. Also das ist nur in eine Richtung. Und was wichtig ist bei so etwas, das ist jetzt aber eine Elektrotechnik-Feinheit, ist, dass wir eine gemeinsame Ground-Leitung brauchen. Also hier Shared Ground. Also ich habe hier von diesem Ground auf den anderen Arduino Ground, habe ich die einmal zusammengeschlossen. Die Mikrocontroller, die brauchen ein gemeinsames Potenzial, damit die auch klar erkennen können, wann der andere halt High und wann Low sendet. Deswegen muss das halt eine gemeinsame Ground-Leitung haben. Und das war's schon. So, damit habt ihr jetzt echt schon, wenn ihr das verstanden habt, einen echt großen Step gemacht. Serielle Kommunikation, die ist schon, ich sag mal, nicht ohne. Das ist ein ganz großer Step halt. Braucht ihr für ganz viele Projekte, einmal um selber halt was debuggen zu können, um euch Variablen auszugeben, zu schauen, was macht euer Arduino da gerade überhaupt, in welchem Zustand befindet er sich. Aber es gibt auch ganz viel Peripherie, mit dem man seriell kommunizieren kann. Beispielsweise, falls ihr das in eurem Projekt einbauen wollt, habe ich hier einen HC05 Chip, der hat halt, lasst euch von den vielen Beinen nicht verwirren, wir brauchen davon nur zwei Stück. Also das ist halt hier eine Stromversorgung und dann brauche ich halt zwei Pinne für, ich glaube, das kann man halt hier nicht, doch, kann man vielleicht gerade so lesen. Ich zeige es euch im Internet. So, einmal der HC05-Bilder. Und das ist ein kleiner Chip, mit dem ihr in der Lage seid, euer Projekt Bluetooth-fähig zu machen. Also der wird einfach halt hier verkabelt. Ihr braucht halt lediglich hier VCC. Das ist halt, da kommt 5 Volt drauf. Auf Ground kommt Masse, und dann könnt ihr hier von dem Chip den TX und den RX benutzen, um
einfach mit diesem Bauteil seriell zu kommunizieren. Und ihr könnt jetzt beispielsweise ein Android-Gerät oder ein anderer Arduino, der eventuell über Bluetooth verbunden ist, könnt ihr mit diesem Gerät paaren. Also da könnt ihr das Bluetooth-Gerät paaren und könnt dann halt einfach diese serielle Kommunikation über eine Bluetooth-Verbindung schicken. Das ist also ziemlich der einfachste Weg, wie ihr euer Projekt halt Bluetooth-fähig macht mit so einem HC05-Chip. Da gibt es auch verschiedene Versionen von. Der HC05 ist der einfachste. Deswegen habe ich auch gerade Arduino Android erwähnt, weil das iPhone braucht ein Bluetooth Low Energy Device. Also es ist ein höherer Bluetooth-Standard. Dafür gibt es dann aber hier dementsprechend diese HC06 und HC07 Chips. Also ist aber auch egal, die werden genau so angesteuert. Ihr schließt halt einfach das an euer Projekt an, an Pin 0 und 1 und könnt dann halt mit Hilfe von so einem Bauteil euer Projekt quasi wireless machen. Coole Sache. Okay. So, mir brennt ein bisschen der Hals. Habt ihr Fragen dazu? Ist das soweit verständlich? Okay, super. Ja, das freut mich. Wie gesagt, ihr hättet auch gerne zwischendurch immer mal wieder was fragen können. Also es soll eigentlich gar nicht so ein Monolog von mir halt hier werden. Aber wenn halt keine Fragen da waren, ist das auch okay. Das war's, denke ich mal, für diese erste Lehreinheit. Wir haben jetzt Arduino nochmal von Grund auf ein bisschen kennengelernt. Das Ganze könnt ihr halt nur verinnerlichen, wenn ihr das halt selber mal übt. Also am besten habt ihr selber Zugang zu so einem Mikrocontroller oder ihr leiht euch einen bei uns aus dem Labor. Und benutzt die Internetressourcen und Materialien, die ihr kriegen könnt und baut halt einfach mal so kleine Projekte auf. Wenn ihr jetzt so ein Arduino ganz gerade nicht zu Hause habt und ihr wollt aber sofort starten, dann könnt ihr euch aber auch bei Tinkercad anmelden. Und könnt das Ganze simulieren. Ist aber nur der halbe Spaß. Okay. Wenn sonst keine Fragen sind. Achso, eine Sache noch. Ich habe heute eine Rundmail geschrieben. Am 11.11. Da würden wir eine kleine Zwischenpräsentation machen von euren Projektfortschritten, damit wir mal so auf dem Laufenden gehalten werden, so in großer Runde. Wo bei euch so die Probleme liegen, was ihr bis jetzt so umgesetzt halt habt und wollen mal so ein bisschen halt euren Arbeitsfortschritt uns halt angucken. Und deswegen wäre halt übernächste Woche statt dieses Donnerstagstermins würde dann einmal eine Session laufen, wo ihr eure Projekte halt vorstellt. Ansonsten bin ich halt jetzt morgen und nächste Woche wieder da zu anderen Themen und erzähle euch da ein bisschen was. Gut. Wenn sonst keine Fragen mehr von euch sind, dann wären wir fertig für heute. Und wir sehen uns entweder im FabLab oder bei mir auf dem WebEx-Channel. Alles klar. Macht's gut.